Einen wunderbaren guten Morgen, meine Lieben. Eventuell habt ihr das mitbekommen, eventuell noch nicht, weil es einfach noch sehr früh ist. Aber Nintendo hat wahrscheinlich einen Fehler gemacht und ihr könnt das Update ab jetzt runterladen. Um 2 Uhr heute Nacht konnte man das Update runterladen und ich bin der Meinung, das war ein Fehler von Nintendo. Vielleicht war es auch Absicht, wer weiß, das DLC ist übrigens, wenn ihr das schon gekauft habt, bereits runtergeladen, aber noch nicht freigeschaltet. Das heißt, es geht jetzt wirklich nur um das 2.0 Update von Animal Crossing. Das könnt ihr aktuell, wie gesagt, installieren und dann die ganzen neuen Features ausprobieren. Wie das funktioniert, werde ich euch jetzt zeigen. Es ist aber auf jeden Fall alles drin. Coffee ist da, Captain ist da, die ganzen Möglichkeiten sind da, die mit dem 2.0 Update freigeschaltet werden. Hier könnt ihr zum Beispiel sehen, dass ich hier schon 2 verschiedene Tapeten verwendet habe. Ich habe schon die neuen Emotionen. Es ist wirklich alles, was mit dem 2.0 Update kommen sollte, da. Und natürlich noch ein paar kleine Kleinigkeiten, die in der Direct nicht gezeigt wurden. Was alles dabei ist, werde ich auf jeden Fall heute im Verlauf des Tages noch hochladen. Jedenfalls möchte ich euch jetzt hier zeigen, wie das funktioniert. Ihr müsst einfach, wenn ihr bei Animal Crossing auf der Switch seid, auf diesem Bild, auf Plus drücken und dann auf Software Update gehen und über das Internet anklicken. Dann wird manuell nach Updates gesucht und es wird direkt das Update heruntergeladen. Sobald es heruntergeladen wurde, wird es kopiert und installiert und dann könnt ihr auch direkt schon das Spiel starten. Und wenn das Spiel dann gestartet wird, seht ihr dann auch oben rechts, dass dort 2.0 steht und ihr somit alles drin habt. Und Melinda wird euch auch sofort mit neuen Infos begrüßen. Wenn ihr ins Rathaus lauft, kriegt ihr Infos von Tom Nook und Melinda. Wenn ihr ins Museum geht, wird euch Eugen auch noch mal ein paar neue Sachen erzählen können. Also solltet ihr noch Zeit vor der Schule, vor der Arbeit haben, dann schaut auf jeden Fall sehr gerne ins Spiel rein oder bereitet alles vor, dass ihr sofort, wenn ihr wieder zu Hause seid und Feierabend habt, dann mit dem Update loslegen könnt. Ist wie gesagt ganz easy, ganz wichtige Info. Es ist einfach einen Tag früher draußen, als uns gesagt wurde. Es soll ja eigentlich morgen am 5.11. um 2 Uhr in der Nacht kommen. Also Leute, gönnt euch, habt sehr viel Spaß und wie gesagt, die wichtigsten Infos zu dem Update werden auf jeden Fall heute im Verlauf des Tages noch hochgeladen werden. Ich werde ab morgen das ganze Wochenende Animal Crossing auf Twitch streamen. Dort heiße ich auch Baba Yaga. Ich werde jeden Tag, also Freitag, Samstag und Sonntag, ein DLC verlosen bzw. ein Nintendo eShop-Guthaben von 25 Euro, damit ihr euch das DLC holen könnt. Also schaut, wie gesagt, sehr, sehr gerne vorbei. Wir werden auch morgen direkt mit einem 12-Stunden-Stream starten. Und wie gesagt, einen wunderbaren Tag. Genießt das Update, ladet das noch runter, bevor Nintendo das eventuell vielleicht stoppt. Und vielen lieben Dank fürs Zuschauen.